Schon seit mehreren Jahren wachsen drei Efeubüsche an der Seitenwand dieses Hauses. Sie waren so gesund und kräftig in ihrem Wuchs, dass ein Rotkehlchen sein Nest über dem alten Elektrozähler baute, der sich hier schon seit Jahren befand. Diese Energybox sendet ihre Signale fast ständig, wie man über das Radiofrequenzmessgerät hören kann. Vor etwa 3 Monaten jedoch wurde der alte, aber perfekt funktionierende Zähler entfernt und durch ein Smart Meter, eine sogenannte Energy Box, ersetzt, die per Mikrowellenstrahlung permanent Informationen an die Stromversorgungsgesellschaft sendet. Der von der Strahlung verursachte Schaden ist in diesem Video ganz eindeutig sichtbar. Der Schaden am Busch ist wesentlich erheblicher nahe bei der Energy Box und mit zunehmendem Abstand nimmt die Schadenshäufigkeit dann permanent ab. Ab etwa 3 Meter Abstand wirkt der Busch wieder ziemlich gesund und weist helle grüne Blätter auf. Die der Energy Box nächstgelegenen Blätter sind jedoch augenscheinlich vertrocknet und krank. Zufolge des kanadischen Gesundheitsministeriums verursacht Mikrowellenstrahlung auf dieser Ebene, die unterhalb der Sicherheitsstandard ist, angeblich keinen biologischen Schaden. Der Bewohner dieses Hauses litt an Schlafproblemen, nachdem die Energy Box installiert wurde. Auch bei uns in Deutschland soll nach und nach die Energy Box installiert werden. Was der Energy Box gegenüber der ohnehin schon bestehenden Durchseuchung mit Decktelefonen und WLAN eine besondere Qualität gibt, ist der Umstand, dass nun auch Strahlung ins Elektrizitätsnetz eingekoppelt wird. So wird jede Elektrizitätsleitung und jede Steckdose zur Sendeantenne. Eine Abschirmung ist dann kaum noch möglich.